Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.38 Uhr. Es ist Mittwoch, der 19. April 2023. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir sehen heute Morgen, wir sind unterhalb des Daily Pivots. Das ist ja die Achse Vortag, Hochtief, Schlusskurs durch 3. Und ja, wir haben ein Gap und bei 15.900. Wir sind aber heute unterhalb des Daily Pivots, würde tendenziell eher short tendieren. Und ja, ich versuche es mal oben, optimistisch die 15.9 Richtung Gap Closing. Wenn nicht, sind wir flexibel und können unten natürlich auch die zweite Falle platzieren. Wo kommt, und das ist viel wichtiger, die Vola-Box hin ab 9 Uhr? Die Vola-Box um 9 Uhr wird voraussichtlich platziert. Oder kommt die rein bei 15.883, also auch so in Richtung Daily Pivot zu 68. So hier, durchaus denkbar, dass das die erste Vola-Box sein kann. So, das bedeutet für uns, erste Falle platziert, MTX. MTX ist in den Gewinn gelaufen, ja, gestern nur ein Signal. Viele haben sich dann fanden das dann traurig, warum wir die grauen Felder nicht traden, aber das ist genauso wie immer ein Stop-Loss platzieren oder wie auch immer Disziplin und sich an seinen Plan halten. Und hier stimmte, wie gesagt, eins von vielen Dingen nicht. Short Trade seht ihr und dann am Nachmittag hier nochmal eine Bewegung. Heute Morgen dann direkt zum Startschuss um 8 Uhr. MTX-Signal. 15 Punkte brauchen wir. Und jetzt versuchen wir. Wir haben eine blaue Sonne. Das heißt, der Abverkauf war schon stark. Gucken, ob wir hier noch ein Signal reinbekommen. Das bedeutet, ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen. Viel Disziplin. Fahrplan ist soweit klar. Ja, wenn nicht, können wir es nochmal hier besprechen. 50er Zone ist einmal oben rum die Zielmarke. Unten sind wir aktuell beim 50er, das heißt, ich würde hier die 29 nehmen als Unterstützungszone. Big Number natürlich. Und wir müssen, wenn wir hier oben reingehen, durch den Daily Pivot durch. Ansonsten, wenn wir unten die nehmen, ist natürlich auch in dem Level, wo wir uns jetzt befinden, um die 50er Marke die Zone. So, 3, 2, 1 und los geht's. 9 Uhr. So, die Falle oben bei 15,9. Und unten bei 15,776. Peter, Lucien, Christian, guten Morgen. Also, es ist 9.24 Uhr und wir haben eine Blue Box 22er. Und wir sind einmal unten und einmal oben. Das bedeutet, wir brauchen 22,36 Punkte. Das scheint fast unmöglich aktuell zu sein, weil die Volatilität hier fehlt um 9.25 Uhr. Wir müssen über den Daily Pivot oder unter den Daily Pivot runter. Und meine Damen und Herren, Regel ist Regel und ihr seid meine Zeugen, es ist blau. Einstieg und wir gehen jetzt bei 15.861 Long oder bei 15.838 Short. So, wir stehen kurz vor dem Einstieg. Thomas, guten Morgen. Hallo Camillo, herzlich willkommen wieder zurück. Rudolf. So, Short, aber wir müssen
das angepasste Ziel rausnehmen. Also Short im DAX, the one, erste Trade für heute um 9.39 Uhr. Und wir blicken einmal auf MTX und wir sehen, der Daily Pivot ist zu dicht, ansonsten würde wir jetzt gleich ein Long-Signal kriegen. Ja, sehen wir hier auf der rechten Seite 9,86, das wird er wohl nicht schaffen.
So, dritter Trade. Und es geht in die Richtung eigentlich unter dem Daily Pivo. Wir haben ja heute schon leicht auch gesagt, dass es eher short ist. Dritter Trade. 10.13 Uhr.
Es ist 16:32 und wir versuchen jetzt, ja, den Trade in Richtung Landeanflug. Das ist die blaue Linie. 80. Das ist das heutige Tageshoch. Ja, darüber muss er rüber. Das ist auch schon Rekord hier verdächtig mit dem Trade heute. Die Trading Range heute liegt bei 52 Punkte. Das ist noch nicht mal Feiertagsniveau. Also ich bin gespannt. So, es ist 16.39 Uhr. Wir nähern uns dem Weltrekord, was die Zeit anbetrifft, zumindest für dieses Jahr. Wir sehen jetzt die Position im sechsten Trade und wir sind jetzt im Gewinn. Wir schauen mal, dass wir noch ein Tickchen nach oben gehen. Und wir sind raus. Order History Indikator. So, im Gewinn, sechster Trade. Wir sehen Volabox. Ja, also mit Gewinn abgeschlossen. Wir würden jetzt eventuell auch mehr mitnehmen, aber Primetime, ich habe jetzt Coaching, aber das ist auch Videotagebuch. Sechster Trade im Gewinn. Wünsche allen einen schönen Abend und bis morgen.